Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne. Herzlich willkommen zum Ausblick-Video hier auf dem Seekraut-Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir wollen euch wieder auf den aktuellen Stand bringen bei hier Veränderungen, die in World of Warships durchgeführt werden. Fangen wir mit Testschiffen an, also hier mit der Shikishima in dem Fall. Stufe 10, japanisches Schlachtschiff. Wir hatten sie eine ganze Zeit in der Testphase. Ihr hattet sie auch das ein oder andere Mal im Livestream sehen können. Ich kann mich da an ein Gefecht gegen eine Jean-Bar erinnern, die wir irgendwie mit zwei Salven da auseinandergenommen haben, weil wir aus allen Richtungen einfach die gegnerische Panzerung penetrieren konnten. Das war schon beeindruckend und die Shikishima wird ein bisschen attraktiver gemacht. Liegt ja einfach daran, dass das Schiff auch für Stahl kommen soll und das möchte ja dann auch gekauft werden bzw. ausgetauscht werden gegen eure Stahleinheiten und dazu muss das Schiff einfach allgemein spannender werden. Das war auch mein Eindruck, den ich während des Livestreams hatte und ja, Ladezeit wird hier reduziert und zwar um ganze 8 Sekunden von 35 auf 27 Sekunden. Ich glaube, das fühlt sich prinzipiell erstmal ganz gut an, so rein von den Zahlen her. Auch wird die Anfangsgeschwindigkeit der HE- und AP-Geschosse von 720 Meter pro Sekunde auf 765 Meter pro Sekunde erhöht. Damit sind wir dann auch schneller als die AP-Munition der Montana, wenn ich mich recht entsinne. Der maximale AP-Schaden, der wird dafür aber genervt, nämlich von 19.400 runter auf 17.000 und das ist immer noch nicht alles, was sich bei der Shikishima ändert, nämlich auch die Ballistik der Geschosse wird verändert. Nämlich die Genauigkeitseinstellung für die Hauptbatterie wird jetzt der Yamato angepasst und die Flugbahn der Geschosse wird jetzt eben flacher. Sie fliegt halt weiterhin, sie fliegen jetzt weiterhin 26,6 Kilometer, aber die Mündungsgeschwindigkeit ist eben höher. Dadurch wird eben diese Flugbahn eben flacher gehalten und somit sollte dieses Schiff auch wieder ein bisschen an Attraktivität gewonnen haben. Vorher war es einfach, man muss so sagen, ein Ticken langweilig, aber es ist halt auch ein Teil des Testzyklus. Das gehört einfach dazu, dass ein Schiff sich verändert, ob nur genervt oder eben gebufft, damit es eben eine gewisse Attraktivität auch eben erhält. Jetzt kommen wir zur Ostscharkow Tierstufe 8. Kreuzer der russischen Marine, hatte ich auch ein Video zugemacht zu dem Kreuzer, ist halt sozusagen die kleine Schwester der Smolensk, halt ohne Nebel und so eine Sachen, hat mir in der Runde auf jeden Fall, die ich da gezeigt habe, auch eine Menge Spaß gemacht, weil man auch auf der Stufe 10 eben ganz gut überleben kann mit dem Schiff, wenn man sie richtig fährt und das wird jetzt ein bisschen einfacher gemacht, wie ich persönlich finde. Die Reichweite der Torpedos wird von 10 auf 8 Kilometer reduziert, die Torpedos sind hier aber nicht die Hauptbewaffnung, das sind so die Waffen, wenn der Gegner vergisst, dass man selber Torpedos hat, ist das immer eine ganz interessante Sache. Man kann auch einfach mal, gerade wenn man verfolgt wird, da vielleicht Torpedos hinterher schmeißen. Die Reichweite der Hauptbatterie wird im Gegenzug dazu eben erhöht, nämlich auf 15,6 Kilometer. Die Wahl war mal 15,2, also kriegen wir da 400 Meter drauf. Die Nachladezeit verringert sich von 6,5 Sekunden runter auf 6,1 Sekunden. Und nun kommen wir zum schweren Kreuzer Riga, Stufe 9. Das wird ja quasi der neue Abzweig der Kreuzer bei der sowjetischen Marine. Und ja, hier eben den Vertreter der Stufe 9, die Riga. Auch hier werden Sachen verändert, nämlich die Parameter der HE- und AP-Granaten wird verändert. Die AP-Geschosse machen jetzt eben dann 250 weniger Alpha-Damage. Die Flugbahn der Geschosse wird stärker bogenförmig, also quasi genau entgegengesetzt zur Shikishima. Da werden die Bogen flacher, hier werden sie jetzt höher. Also es wird ein weniger direkter Schuss, es wird also anstrengender mit der Riga richtig zu zielen. Auch wenn es nur minimal ist, also bewegen uns sicherlich nur in einem kleinen Bereich, wo jetzt hier die Veränderungen eben beigeführt werden. Ja, und die Durchschlagkraft der AP-Geschosse wird reduziert. Also ich vermute jetzt einfach mal, steht hier nicht dabei, dass einfach der Krupp-Faktor vielleicht ein bisschen verändert wird. Damit sind die Granaten nicht ganz so hart und durchdringen die Panzerung einfach nicht ganz so stark. Die Petropavlovsk ist dann die Speerspitze des Baums und da wird auch etwas verändert, das ist ja quasi der neue Standard für Kreuzer, super heavy gepanzert sozusagen, wenn das Schiff so kommt, dann ist das eigentlich schon wieder ein halbes Schlachtschiff. Aber hier wird jetzt erstmal die Ellipsenzone der Hauptbatterie verändert und zwar wird die Ellipse einfach weiter ausgedehnt, ja, sodass die Geschütze insgesamt ein bisschen weniger genau werden. Besonderheit bei der Petropavlovsk ist ja zum Beispiel, dass die Geschütze alle drei sich aktuell noch um 360 Grad drehen können. Allgemein, das Panzerungslayout so krass ist, dass man auch locker mal 2 bis 3 Millionen potenziellen Schaden farmen kann. Wenn man noch cleverer fährt, dann sicherlich auch noch cleverer. Aber dazu war ich allein schon in der Lage, einen Durchschnittsspieler in World of Warships.
Und wenn wir was bei den schweren Kreuzern der russischen Marine verändern, dann verändern wir auch was bei den leichten Kreuzern. Die Alexander Newski wird ja quasi als leichter Kreuzer auf der Stufe 10 eingeführt werden. Auch die sind wir in den Streams gefahren. Ich kann mich da an ein sehr frühes Ableben in einer der Livestream-Gefechte erinnern, wo ich glaube, das erste Schiff war, was gleich rausgeschossen wurde von Kremlin und Kurfürst parallel. Beide hatten abgesetzt, konnte nicht mehr ausweichen, das war vorbei. Einfach quasi weggesprengt, das Schiffchen. Aber was mir bei dem Schiff negativ aufgefallen ist, ist zum Beispiel die Streuung gewesen. Die war teilweise doch ein bisschen irreführend. Zumindest mit der zunehmenden Anzahl an Gefechten hatte man immer mehr den Eindruck, dass manche Granaten einfach mal da links wegdriften extrem. Ich denke jetzt einfach mal, dass sie mit der Sigma-Erhöhung von 2,05, also von 2,0 auf 2,05, eben diese Sache so ein bisschen eindämmen wollen, ein bisschen besser machen wollen. Man hat halt hier auch in Anführungsstrichen nur 8 Granaten in der Luft und die Newski ist recht dünn gepanzert, halte ich für eine nachvollziehbare Änderung. Als nächstes kommen wir zu einem Schiff, wo ich noch keinen richtigen Zugang zu gefunden habe, respektive wo ich den Platz in World of Warships irgendwie nicht so richtig einsortieren kann. Ja, die Pyotr Bagriton, Stufe 8 Kreuzer. Hier wird einiges verändert, was sicherlich auch gut ist, weil das Schiff an sich erstmal ziemlich langweilig war, zumindest in der ersten Version. Das wird jetzt versucht hier zu adressieren und ein bisschen interessanter zu machen. Die Ladezeit der Hauptbatterie wird von 12,5 Sekunden auf 11 Sekunden reduziert und die Reichweite der Hauptbatterie um einen halben Kilometer erweitert auf 18,5 Kilometer. Auch wird hier die Flak verändert, die Anzahl der Explosionen wird um 2 erhöht auf 8 und die Schäden der Granatenexplosionen steigt eben von 1330 auf 1400. Und dann kommen wir zu einem Schiff, was quasi in jedem Ausblick, wenn es um Buffs und Nerfs für Testschiffe geht, mit dabei ist. Das ist die Marceau, der Zerstörer der Stufe 10 der Franzosen. Der soll ja für Kohle demnächst irgendwann mal in die Waffenkammer kommen. Aber wir haben ja schon so viele Änderungen erfahren. Ich denke mal, das ist jetzt so, ich habe es jetzt nicht genau mit einer Strichliste geführt, aber die 13., 14. Änderung, da zeigt nur, wie intensiv World of Warships aktuell mit ihren Testschiffen ins Gericht geht und wie intensiv sie Sachen verändern. Und selbst Kleinigkeiten nochmal anpassen. Hier wird die Nachladezeit der Torpedowerfer von 150 auf 142 Sekunden reduziert, also 8 Sekunden Boni. Und der dritte Turm, das müsste dann der hier sein, der sich aktuell eben noch um 360 Grad dreht. Das heißt, man fährt voraus, man hat da den Gegner, der wandert nach rechts rüber und der Turm würde sich einfach nur um ein paar Grad verändern müssen und man hätte den sofort im Ziel. Das wird jetzt eben verhindert, weil der Turm sich jetzt halt hier vorne rumdrehen muss, ja, und nicht mehr diesen kurzen Weg nimmt. Ist aber bei der Marceau meiner Meinung nach jetzt auch nicht ganz so schlimm. Wir haben hier eine Turmdrehzeit von 6,9 Sekunden für die 180-Grad-Kehre. Also das ist nachvollziehbar und verkraftbar, wie ich persönlich finde. Nimmt ihr nur ein ganz kleines bisschen Kampfkraft, ja. Also das kommt dann auf die Situation drauf an, ne? Nun kommen wir zur Aegir. Stufe 9 ist großer Kreuzer der Deutschen. Und da gibt es auch eine Änderung, und zwar bei der Nachladezeit der Sekundärbatterie, die ja hier auch ausgebaut werden soll. So ist die Motivation zumindest von World of Warships auf über 11 Kilometer ist das wohl möglich. Jetzt wird die Nachladezeit hier genervt von 3,1 auf 3,6 Sekunden. Wie gesagt, ich halte den Bild für eine Sekundärbatterie auf der Aegir eher nicht so super sinnvoll aufgrund des Panzerungslayouts. Aber gut, wir sind in der Testphase, von daher wollen wir uns noch kein abschließendes Urteil hier erlauben. Wir müssen einfach mal schauen, was sie mit der Aegir noch so anstellen. Und apropos anstellen, da haben wir ja noch ein deutsches Schlachtschiff. Und zwar die Odin hier im Hafen, noch aktuell als Testschiff. Und ja, ich möchte euch mal einen Gedanken so ein bisschen mit euch teilen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr King of the Seas am Wochenende geschaut. In einem der Streams von World of Warships persönlich mit Mr. Chrysanthos und Co. wurde verlautbart, dass demnächst ein deutsches Schlachtschiff für Kohle in der Waffenkammer geben wird. Nicht mit dem nächsten Update, man hat die Timeline nicht genannt, man hat auch den Schiffsnamen und die Stufe nicht genannt, aber man hat gesagt, es wird ein deutsches Schlachtschiff für Kohle demnächst in der Waffenkammer geben. Gut, jetzt können wir uns überlegen, entweder hat Wargaming ein richtig großes Geheimnis um ein Schiff gemacht, was wir alle noch nicht gesehen haben, oder es wird die Odin. Weil das ist das einzige deutsche Schlachtschiff, was aktuell in Entwicklung ist, was ich kenne. Jetzt können wir uns alle Gedanken machen, was das werden könnte. Ich
gehe zu relativ hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die Odin in Zukunft in der Waffenkammer für Kohle zu bekommen sein wird. Ist aber meine persönliche Meinung, kein offizielles Verlautbaren oder ähnliches. Also macht euch eure Gedanken, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, von der Nachricht haltet. Ja, und damit sind wir am Ende unseres Ausblick-Videos. Wie gesagt, Ausblick ist auch immer ein bisschen so Interpretation. Und ja, ich hoffe, wir konnten euch wieder gut unterhalten. Wenn dem so ist, Daumen nach oben da lassen, Abo drücken, Glocke drücken, weiterempfehlen, Freundinnen und Freunden, die World of Warships spielen natürlich. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Livestream hier auf dem Seekrauts-Kanal. Tschüss, sagt das Seekrauts-Team und Andi. Bis dann. Ciao, ciao.